Ja, hallo Lu, willkommen bei uns. Oder bei dem Nosy-Wosy-Kanal. Ja, cool, dass du das Video gepostet hast. Ja, war zwar wirklich schwer zu verstehen, musste meine Anlage schon ziemlich aufdrehen, aber ich denke mal, den Kern habe ich verstanden. Ich wollte eigentlich auch nur kurz was schreiben, aber blöderweise ist das hier anscheinend wie bei einer SMS, dass man nur irgendwie ein bisschen über 400 Zeichen schreiben kann, deshalb jetzt dann doch nochmal eine Videoantwort. Also, Lesben-Klischees oder was die Leute an Klischees haben. Also natürlich irgendwie diese Hardcore-Lesben-Vorstellungen, also bullig, kurzer Haarschnitt, große Klappe, also so einfach bisschen Prollo-Typ, das ist glaube ich so in den Köpfen drinne. Aber ich muss auch sagen, dass sich das, glaube ich, auch ziemlich gewandelt hat. Also, ich meine, was ist die Traumvorstellung von vielen Männern? Zwei vollbusige, blond, lange Haare, Lesben, die da irgendwas miteinander treiben. Das ist doch eigentlich so die Traumvorstellung von den Männern. Ob es jetzt wirklich so ist, weiß ich nicht. Das sind, also in diesem besagten Filmchen, glaube ich, dann doch eher Heterofrauen. Aber es gibt, wie ich finde, auch total viele feminine Lesben, wo man es manchmal gar nicht glauben könnte oder denken würde. Aber die gibt es auf jeden Fall auch und auch zu Genüge. Ja, zu Genüge. Und was ich auch finde, oder ich würde sagen, ich habe dafür wirklich auch schon so ein bisschen so einen Blick entwickelt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Erkennt ihr denn, würdet ihr sagen, ihr erkennt solche Frauen? Oder würdet ihr sagen, oh nee, da bräuchte ich mehr Hintergrundinformationen? Also ich für meinen Teil, ich gucke mir irgendwie jetzt so in der Stadt so die Leute, wenn ich da so gucke, dann denke ich mir schon so, ah oh, ja, die könnte eine sein, die könnte eine sein, so, das ist irgendwie ganz witzig. Und ich kann eigentlich nicht mal direkt sagen, was es eigentlich genau ist. Ich weiß auch nicht, so manchmal irgendwie so der Klamottenstil, das ist es oft. Ich finde, lesbisch oder bisexuelle Frauen gehen einfach nicht so krass diesem Trend nach, ziehen sich nicht so tussi-mäßig an, ja, und haben irgendwie immer irgendwas Bestimmtes ausgeflippt. Also muss gar nicht sein, aber ich finde, ich weiß nicht, man sieht es einfach an irgendwie bestimmten Bewegungen oder ja, so einfach. Naja, und was bin ich? Ich bin wahrscheinlich so jetzt die Klischee-Lesbe, würdet ihr denken. Kurze Haare, Poloshirt passt, ja. Ja, wobei ich auch sagen muss, ich muss mich auch mal outen. Ich war auch 6 Jahre mit einem Mann zusammen, also gut, da sah ich vielleicht auch noch ein bisschen anders aus. Aber ja, eben, wie Laura auch schon meinte, so Stereotypen brechen, Vorurteile brechen und überhaupt, was ist da dran? Ne? Ja, also man kann das immer gar nicht so sagen und manchmal ist man dann so überrascht, dass derjenige dann doch irgendwie schwul, lesbisch oder sonst was ist oder eine bestimmte Meinung hat. Auch irgendwie, ich habe jetzt gerade eine neue Arbeitsstelle und habe mich da vor ein paar Tagen mit einem Kollegen unterhalten. Ich kenne den gar nicht, ja. Bin das erste Mal mit dem unterwegs gewesen und dann fing der da gleich mit so einem Thema an, dass seine Freundin jetzt lesbisch geworden ist, also eine gute Kumpeline irgendwie. Und er musste dann immer mit ihr in diese besagten Clubs gehen, damit die sich eine Freundin suchen kann und so weiter. Und dann meinte er dann nur noch so, ja, dass er sich mit schwulen Männern wirklich viel besser verstehen würde, obwohl er wirklich überhaupt gar nicht so aussieht. Und dem würde ich das auch nicht zutrauen. Der ist wahrscheinlich durch und durch hetero. Aber ja, kommt eben mit schwulen Männern sehr gut klar. Was ja eigentlich auch eher selten ist, dass jetzt ein Hetero-Mann sagt, oh ja, die schwulen Männer, die finde ich super. Also alleine in meiner Familie ist ein totaler Homophob-Hass. Ja, zumindest auf der männlichen Seite. Jo, okay, mehr wollte ich irgendwie da gar nicht so zu sagen. Das ist schon wieder viel zu lang geworden. Ich sag mal noch Prost, nochmal ein Klischee, ne? Lesben trinken Bier. Nein, nicht nur Lesben, also ich, die denn in meinem Freundeskreis trinken Bier und die sind nicht unbedingt lesbisch. Würde ich mal meinen.
Ja, okay, das war's. Schönen Abend noch. Tschüss.